Dann machen wir hier nochmal einen vor. Guck mal, was passiert denn eigentlich? Da würde ich doch gerade mal kurz innehalten wollen. Die werden sich doch sicher gut amüsieren, oder? Haha. Okay, dann geht er in die Luft, macht Bumm und alle sind glücklich. Das ist sehr effektiv. Sehr schön. Dann kommt hier gleich das nächste, das war auch sehr schlau. Ich gebe es zu. So, mit Walnuss natürlich. Überall diese brachialen Spitzen-Pika-Dinger platziert. Jetzt können wir eigentlich hier voll Geld sammeln. Sehr schön, also so gefällt mir das. Theoretisch könnte man bestimmt auch alles mit Triplinatoren vollballern und dann diese Jungs hier ein bisschen kaputter machen als kaputt. Oder da fehlte was. So, kaputt. Bumm. Und dann löscht... Ne, er löscht keiner mit aus. Das ist schade, aber nicht schlimm. So ein Kollateralschaden wäre dann in der Hinsicht auch ganz wünschenswert. Oh, wir müssen hier mal, glaube ich, ein wenig auswechseln. So, die freuen sich auch darüber, wenn die mal zu tun haben. Haha. Ich glaube, das tut ganz schön weh. Ist das jetzt schon die dritte Welle? Wenn ja, dann geht sowas natürlich gar nicht, ja? Soll ich noch warten oder ist das Kinderkram? Moment. Machen wir so und machen wir so. Hey, wunderschön. Nun gut. Tralalala. Nun gut, dein Kollege namens Sunderholz. Erbsen, die hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Und ich habe das Gefühl, daraus kann man eine verflucht effektive Kanone bauen. Gerade mal das Licht angeknipst, bevor ich hier nichts mehr sehe, außer den Bildschirm. So, Seerose und wen noch? Wen haben wir denn so? Oh, was ist das denn? Delfinreiter-Zombie. Ja, schön. Mal sehen, was der so kann. Ich habe ja so das Gefühl, begründe natürlich, dass der springen kann. Was nicht unbedingt so gut ist. Und der macht auch eklige Geräusche, die ich nicht unbedingt mag. Nun gut, wir haben, glaube ich, nicht unbedingt den Bedarf dafür, aber dafür. Und sowas. Und jetzt müssen wir uns mal voll die Strategie überlegen, wie wir das nun mit diesen hier machen, mit den Hagelzuckererbsen-Dingern. Die sind ja gefroren. Wenn wir die also, ich nehme das jetzt einfach mal als Spielfeld, wenn wir die ganz links hier hin tun, dann würde das funktionieren, aber so wie die natürlich durch Feuer kommen, ist das wieder um sie geschehen, ne? Nicht gut. Okay, also wenn wir den mitnehmen, dann muss der ganz links hin in die Reihe. Dann hätten wir noch Triplinators. Die würde ich eigentlich ganz gerne wieder nehmen. Dann haben wir aber allerdings hier freie Orte. Dann würde ich schon... Achso, wir müssen ja noch diese Zunderholzdinger irgendwo unterbringen. Ha. Genau. Ja, wir können natürlich alles mal gnadenlos mit Triplinatoren vollhauen. Mal gucken, was passiert. Dann käme hier vor... Moment, ich habe ja voll den Käse erzählt. Ha, wie immer. Nee, also, alles wieder zurück. Hier müsste natürlich die Triplinatoren hin. Dann müsste hier Zunderholz hin und hier müsste dann die Hagelzuckererbsenkanone hin. Damit die natürlich nicht durchs Holz kommen, Mann, oh Mann. Durchs brennende Holz. So, und davor kommen dann so und so. Ja, ich glaube, so machen wir das. Okay, wir haben den, haben den, haben den. Brauchen noch was für Spaß. Dann haben wir noch einen frei. Ja, und wen nehmen wir denn da mal? Also für diesen Kerl brauchen wir, glaube ich, wirklich zwei. Zwei solche, denn der kann da, glaube ich, rüberhüpfen, das ist nicht gut. Okay. Ja, einfach aus Spaß nehme ich den hier mal mit, der ist schick. Na gut, denn mal auf in den Kampf, nee. Nein, wir waren nicht im Shop, kann ich da jetzt wieder rein? Hauptmenü, was? Nee, Level neu starten, nee, will ich auch nicht. Oder will ich doch? Ich will nämlich eigentlich noch mal kurz zu Debbie Dave, aber wie komme ich denn da hin? Ich war da noch nicht so häufig. Hauptmenü? Hauptmenü? Option? Nee, ne? Lexikon laden, genau, da ist es ja. Wir brauchen nämlich wieder die Hake, sonst sind wir irgendwie voll aufgeschmissen. So, Krimskrams, wir könnten uns jetzt was Schönes besorgen.
Pflanzen Sie auf einen Doppelsonnenblumen daraus zu machen, Sie erzeugen doppelt so viele Sonnen wie normale Sonnen. Ist bestimmt auch nicht so billig, ne? Ja, aber eigentlich würde ich sowas schon gerne mal machen, oder? So ein MG-Erbse? Vier Erbsen auf einmal, das klingt doch herrlich. Das zusammen mit dem Holzblock. Wobei, da brauchen wir Duplinatoren. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, das ist jetzt aber auch schon wieder Schwierigkeitsstufe 2. Ich hoffe, es war halbwegs authentisch. In unserem Level 3.8, glaube ich. So, dann lassen wir den Triplinator ausnahmsweise mal zu Hause. Auch wenn ich das... Ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, was ich da gerade tue. Okay, dich und dich und dich, weil du neu bist. So, und des Weiteren kommen dazu den nicht, weil wir keinen Platz für haben. Duplinatoren, dann wird es endlich symmetrisch. Wir brauchen Hagelzucker. Erbse. Kanone. Tralalala. Achso, und dann den, dann war es das ja schon. Dann können wir die gar nicht mehr mitnehmen. Schade, die pieken nämlich so schön. So, Erbse platziert. Hake. Moment, wir müssen das, glaube ich, hier hinsetzen, denn hier kommen. Duplinatoren hin. Dann kommen hier. Die Holzklötze hin, Zunderholz. Und hier kommen die Hagelzuckererbsen hin. Achso, ach, ich träume alle. Jetzt kommen natürlich schon die ersten Zombies, das ist ja ein Traum, du. Ja, kommen sie ran hier. Wir haben gerade mal drei Sonnenblumen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sonst mehr hatten zu diesem Zeitpunkt. So. Erster Zombie kommt. Jetzt muss ich auch darauf achten, ihm eher was in den Weg zu stellen. Idealerweise natürlich einen... Ja, na gut, nehmen wir Hagelzucker wie immer. Sogar richtig platziert. Ich bin ganz verwundert. Das nächste muss natürlich erstmal wieder in Sonnenblumen investiert werden. So, das ist sehr löblich, dass die sich so absprechen. Hey, heute gehen wir mal in der zweiten Zeile von unten krepieren. Hey, hast du Bock? Ja, normal. Ich join einfach mal deine fette Group hier. Ja, sie arrangieren sich ganz gut. Der nicht so? Okay, dann. Wollte ich gerade sagen, wir hätten Unmengen Zeit, aber da ist auch nicht mehr so viel von zu sehen. Da unten lauert schon jemand und das Poster ist ja schon fast ganz abgefallen. Die linke untere Ecke löst sich. Ja. Genauso wie sich unser Leben hier gerade auflöst. Hier ist abgefallen. Also die linke untere Ecke jetzt so, ne? So, sie da. Gehen sie weg. Ich hoffe, das klappt so. Ich meine, da wird die Sonnenblume auf jeden Fall knabbern. Aber ich hoffe inständig, dass er nicht unser schönes Pflänzchen knabbert, sondern vorher einfach mal zugrunde geht. Bei diesem hier bin ich mir dann nicht so sicher. Also es läuft noch nicht so ganz optimal. Da könnte einerseits der etwas verringerte Weg, also eine verringerte Schussweite, Rechnung tragen oder so. So, Sonnenblume hier. Immer da, wo am wenigsten Gefahr ist, dann brauchen wir nichts riskieren. Der bewegt sich ja sowieso sehr langsam. Und hier ist ein Schwimmerle kommt. Aber nicht mit Debbie Daves Kameraden und Nachbarn. Ja, geh doch mal tot. Ich will was pflanzen. So. Nicht, dass uns das wegknabbert. So, jetzt erstmal Hagelzucker. Hagelzucker, schnell. Schnell Hagelzucker. Das wird wieder eng. Ich bin der Ansicht, dass er das nicht schaffen wird, das Pflänzchen wegzuknabbern. Vielleicht wird das auch gar nicht mehr erreichen. Es könnte aber sein, dass das doch noch so halbwegs passt. Naja, er ist schon hinterher. Schade um ihn. Ich hatte ihn gerade so lieb gewonnen. So, Sonnenblume gepflanzt. Der war auch gut gesetzt. Ich gebe es gerne zu, wie immer. Okay, gut, jetzt fehlt nur noch ein Sonnen hier und dann einer so und dann kann das schon hier an die Duplinatoren gehen. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Leider sind nur zwei Wellen diesmal angekündigt und könnten wir da bestimmt
bestimmt ganz coole Sachen machen. So, abwarten, Tee trinken und Seerosen setzen. Na, machen Sie Geräusche, die mag ich nicht. Komm, Seerose, schnell. Och, nö, diese Biester, du. So. Nimm das, die Schuft. Da haben wir ihm voll die Rübe weggeschossen. Was natürlich auch nicht so cool ist, weil wir jetzt so gewisse Probleme hier haben, die es vorher nicht gab, die nämlich so aussehen, dass wir zu wenig Seerosen haben. So, komm, Seerose hin, Duplinator drauf und terminiert. So, der hüpft rüber, Sonnenblume wieder hingesetzt. Und für die Dinger ist auf jeden Fall, also diese komischen Flipper-Heinis, ist auf jeden Fall wichtig, vorher schon was aufgebaut zu haben. Am besten eine Seerose. Dann haben wir nicht mehr so viel zu melden. Nun gut, denn hier nochmal eine. Bevor es ans dicke Aufrüsten geht. Oh, wir haben ja schon die erste Welle hinter uns. Aha. Meistens merke ich das gar nicht. Oh, Klappe da hinten noch in ultra billigen Plätzen, sie Schuft. Haha, was hältst du denn davon? Hahaha. Wir brennen dir die Rübe weg. Also zweimal aus der Kanone und dann war es irgendwie geschehen. Daumen hoch für Zombies in Not. Ich mag Zombies in Not, vor allem brennende Zombies. So, das wäre jetzt so. Zweiter. Also drei Schuss brauchen die beiden Jungs. Achso, ich muss hier mal vor allem mal wieder hinsetzen. Das produziert auch gerade nicht. Die produzieren gerade nicht so viele Sonnenblumen, wie ich mir erhoffe. Sonnen. Hallo. Schon wieder daneben. Zunder. Und dann geht das hier aber richtig rund. Haha, das ist ein Schmaus für die Augen. Dublinatoren haben wir genug. Können eigentlich mal wieder einen aufrüsten. Oh, dann lacht das Herz. Jedes. Ja, weiß ich auch nicht was. So, letzte Welle. Ich glaube, wenn die tot sind, dann kommt schon die nächste Welle. Die perfekte. Die brauchen wir nicht. So. So. Was haltet ihr denn da von ihr Kreaturen der Unterwelt? Ich glaube, ich habe in diesem Level gerade auch ein paar Sonnenblumen übersehen. Ich achte zu viel auf andere Sachen. Ich bin also nicht ganz konzentriert dabei. Ja, ja. Weil es einfach so schön aussieht, wenn hier die brennende Sachen. Och man, nur schon vorbei. Schade. Hat so einen Spaß gerade gemacht. Okay, was haben wir denn da Schönes? Trollala. 125. Wollen Sie für eine Hochwallnuss haben, die eine massive Mauer darstellt, welche man nicht überspringen kann. Also auch nicht von so einem kleinen Flippermann übersprungen werden kann. Ne, Zomboni, also der Rasenmähermann ist wieder dabei. Ein Flipper ist dabei, kein Tauchmann habe ich bislang entdeckt. Gut, Sonnenblume, Dings. Ich glaube, den können wir getrost zu Hause lassen. Mit den brennenden Holzkreuzen, ne, Wie hatte ich das jetzt geplant? Ich glaube, so hatte ich das, nee, so nicht. So geplant. Was brauchen wir noch? Brauchen wir unbedingt Jalapeno oder reichen nicht einfach die? Achso, den müssen wir natürlich auch mitnehmen, ist ja Ehrensache, sonst. So, ich glaube, das könnte was werden. Hake hält noch immerhin ein, zwei Level. Da so. Mann, das hat schon wieder wertvolle Sekunden gekostet. Die werden wir nie wieder aufholen können. Ich sag's euch, das wird unser Ende sein. So.